Untersuchungen haben gezeigt, dass in der Sozialhilfe Folgendes gilt: Krankheit macht arm und Armut macht krank. Der Teufelskreis will das Sozialamt der Stadt Bern durchbrechen. Sie haben schweizweit eine einzigartige Strategie entwickelt mit 12 Pilotprojekten, die auf Gesundheit fokussieren von Menschen, die in der Sozialhilfe sind. Mit einem individuellen Ansatz werden die Menschen unterstützt, damit sich ihre Gesundheit wieder verbessern kann. Wir hoffen es damit, dass die Menschen so wieder ändern auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Aber wir erhoffen es auch einen Nutzen für die Volkswirtschaft, dass wir nämlich Kosten in der Sozialhilfe und im Gesundheitsbereich einsparen können.